einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag nach der Hunsrück-Rallye. Wir haben ja freitags mit dem Shakedown begonnen, hatten da eigentlich auch ein tolles Gefühl fürs Auto entwickeln können. Der Tobi und ich waren uns einig, dass wir sehr viel Spaß haben werden. Den hatten wir auch, definitiv. Samstagmorgen nach dem Abfahren der Pisten war dann wieder dieses Thema Reifenpoker angestanden, was sich dann aber in 0, nichts dann doch geändert hat, glücklicherweise. Ich bin ja kein Fan davon, von ins Ungewisse und könnten die Reifen, die wir jetzt genommen haben, gewählt haben, klappen oder nicht. Es hat angefangen sehr, sehr stark zu regnen. Ich war einer der Ersten, der gesagt hat, ich hätte gerne Regenreifen auf dem Auto. Anfangs bin ich dafür noch belächelt worden. Irgendwann sind die anderen Jungs dann da gestanden im Schiff und haben auf ihre Autos auch die Regenreifen gemacht. Jo, es ging dann los zur WP1. Noch im sehr nassen, auch durchs Schotterwerk durch und sowas. Es war eine reine Rutschpartie. Ich musste mich erstmal ans Auto gewöhnen, wie es überhaupt so fährt im Regen mit Regenreifen. Hatte eigentlich ein gutes Gefühl über alle 8 WPs. Zum Mittag hin haben wir dann vorne auf Soft getauscht und hinten haben wir die Regen gelassen, weil es abgetrocknet hat und die Sonne glücklicherweise wieder rauskam. Was soll ich sagen? Es war eine Rutschpartie. Wir hatten sehr viel Spaß. Allerdings ist genau das passiert, was wir eigentlich nicht wollten. Wir sind maximal durchgereicht worden. Also unsere Zeiten waren nicht wirklich die ich gerne gefahren hätte. Dass wir nicht an der Spitze mithalten können, völlig normal, ganz klar, das war auch nicht unser Ziel. Aber dass wir doch so langsam sind, in Anführungsstrichen, und ich glaube knapp 6 Minuten auf dem Tom haben nach den 8 Prüfungen, das ist eine Ansage. Ich hatte mal wieder das Problem, dass mir bei den letzten beiden Prüfungen die Bremse durchgefallen ist. Bedeutet für mich jetzt analysieren, wieso, weshalb, warum, wo wir die Zeit liegen lassen, weil ich finde, letztes Jahr waren wir doch deutlich flotter unterwegs im Fiesta. Jetzt schauen wir mal, wann wir die nächste Rallye fahren. Für mich heißt es, wie schon gesagt, ganz viel analysieren, woran es liegt. Ob ich einfach gleich schnell geblieben bin und die anderen immer schneller werden. Und dann gucken wir mal. Die Rallye ansonsten, wir hatten viel Spaß und hat Spaß gemacht. Und die Zeiten sind mir ja eigentlich auch egal, aber trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass wir so langsam unterwegs sind. Trotzdem, wie gewohnt, gibt es ein paar Innen-Außenaufnahmen. Viel Spaß beim Anschauen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.